So Leute, willkommen zurück. Wir wollen jetzt natürlich weitermachen bei König der Besessenen. Wir wollen ja gucken, was hier noch passiert. Das ist hier. Hä? Wieso habe ich ihn hier auf dem Masters? Das ist König der Besessenen, ja. Das ist EP-Bonus. Einzelspieler. Okay, muss ich alleine spielen. Das haben wir hier nochmal einen König. Ein Freund hier. Ach, hier ist ein Freund. Okay. Treffpunkt. Und da habe ich irgendwas. Das werde ich jetzt... Warte mal, was habe ich denn da noch? Da war da noch was. Auf der Erde hoch? Ach so, ich soll den Typen ja auf der Erde treffen, hat er gesagt. Ich soll den ja auf der Erde treffen. Was haben wir hier? Haus der Wölfe. Okay. Also gehen wir erstmal hier nochmal hin. Weil ich möchte unbedingt wissen, das sieht aus, als wenn ich da irgendwie was quatschen kann. Vielleicht kann ich da wieder was abschließen. Und wie gesagt, ich werde jetzt in nächster Zeit Destiny wieder öfters spielen. Jetzt ist ja wieder ein neuer Anreiz da. Und das war auch das letzte DLC. Also die haben nicht angekündigt, dass nochmal was kommen soll. Also habe ich jetzt mit den Waffen, wenn ich die jetzt aufwerte und so, bin ich dann wirklich so, wie es sein muss. Und nicht, dass dann wieder was nachgelegt wird und wieder alles. Weil deswegen habe ich Haus der Wölfe nicht weitergespielt. Weil die Waffen haben dann schon wieder auf Null angefangen. Also ich konnte die dann zwar auf den nächsten Level hochheben, musste aber wieder bei Null anfangen. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt null Bock, weil ihr seht ja, hier fängt es wieder bei null an, wenn ich die Waffe zurücksetze. Und, also nein, teilweise. Und deswegen habe ich da echt keinen Nerv mehr gehabt und habe gewartet. Habe gesagt, ich warte einfach auf das nächste DLC und dann auf das Abschluss-DLC. Da draußen gibt es immer noch, ich werde dafür sorgen, dass das Riff sich dankbar zeigt. Okay. Viel Glück. So, was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir noch was. Ich helfe dir, du lebst. Jetzt, mach weiter. So, das war's wohl, oder? Das war's hier. Was denn, Petra? Jetzt. Ja, das war's. Ich könnte jetzt hier auf dem Mars. Weil ihr seht ja, hier haben wir was. Stufe 25 auf... Was ein... Ich bin aber am Überlegen, weil der hat gesagt, ich soll auf der Erde hinkommen und den auf der Erde treffen. Ein bis drei Spieler. Kooperativ. Hier auch. Seht ihr das? Hier leuchtet es auch. Ein bis drei Spieler. Kooperativ. Er hat ja gemeint, ich soll in Kosmodrom kommen. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Das ist Haus der Wölfe. Was machen wir denn jetzt? Russland, Erde. Kosmodrom. Ich gehe erstmal zum Kosmodrom. So wie er gesagt hat. Wir haben hier leicht. Ich kann nur leicht lassen. Okay, starten wir mal. Weil ich was anderes mache, wäre ja auch Schwachsinn.
Mir wurde gemeldet, dass gefallenen Scharfschützen in der Nähe von Patrouilleleuchten sind. Sei auf der Hut, Hüter. Was ist denn hier los? 1, 2, 3, 4, 5. Wartet mal kurz, Leute. Ich muss gerade mein Dampfgerät hier nochmal neu machen. Das hat nämlich hier gerade so einen kleinen Aussetzer. Oder habe ich den schon leer gedampft? Ach, ist kein Wunder, dass hier weniger kommt. Ich habe den leer hier... Opala. Ich habe mein E-Zigarette leer gedampft. Und ich wundere mich, dass hier so wenig kommt. Na, dann werden wir mal nachfüllen. Und dann nehme ich diesmal Classic. Ach, Mensch, ey. Manchmal ist es auch nicht so leicht hier. Wunder, da bin ich ohne Wundertüte. Ich wundere mich, dass hier kaum was kommt. Dass der kaum loslegt hier mit Brubbeln. Und ja, leer gedampft. Toll. Ist ja kein Wunder. Bin manchmal eine Wundertüte. Ja, jetzt geht's doch. So, macht das doch schon wieder Spaß. So kann ich doch wieder dampfen. So, wir sollen irgendwo hin. Und zwar sollen wir dahin. Da sind es, da sind es. Also gehen wir dahin. Oh, der Geist sieht jetzt wenigstens noch mal anders aus. Oh, aber ich muss erst mal wieder dran gewöhnen hier. Hier der tote Orbit. Benötigen Informationen zu alter Technik in diesem Gebiet. Details folgen. Gut. Hier lang. Wo sollen wir lang? Da lang. Damit halt, mit der Stufe habe ich immer Probleme hier. Oh. Okay, der Turm weiß Bescheid. Na, wo soll ich denn... Na ja, wo soll ich denn den jetzt treffen? Details, genau. Ah, da, okay.
So, und da lang. Ne, da lang. Das ist das. Da lang. Oh, da waren neue Gegner. So, wo soll ich denn jetzt lang? Ich brauche Hilfe bei der Analyse von Technik von hier. Infos für euren Geist folgen. Aufgabe abgeben. So. Ist mir gerade zu hoch. War da im Kosmodrom? Ziel festlegen. Erde. Da. Achso, das Patrouille. Hier muss ich hin. Level 26 EP-Bonus, was kann man noch machen? Unmögliche, leck mich an der Tisch. Ja, aber das... Nimm wo des. Crota hat also tatsächlich einen Vater. Sein Name ist Oryx und er ist den ganzen Weg gekommen, um dich zu töten. Das werden wir nicht zulassen. Oryx kontrolliert die Besessenen vom Grabschiff bei Saturn aus. Doch ohne Tarnantrieb kommen wir da nicht drauf. Zum Glück habe ich einen in einem alten Kolonieschiff versteckt, bevor ich von der Vorhut eingezogen wurde. Woher weißt du, dass es noch da ist? Du drückst besser die Daumen, dass er noch dort ist. Ohne wirst du das Grabschiff nicht überleben. Mhm. Haben wir unten ein echtes Problem. Lass mich raten. Vier Arme, tragen Umhänge und riechen richtig fies. Keine Gefallenen. Die Besessenen. Dachte uns bliebe mehr Zeit. Mist! Von hinten kam er. Die Drecksau. Der Ofen wieder so eine komische Blase. So, der ist weg.
doch noch einer. Wo ist denn der? Da. So, du bist auch weg. So. Hier oben überall diese schwarzen Dinger. Wie schlimm ist das? Besessene überall. Und sie bekämpfen die Gefallenen. Die Erde wird aussehen wie Phobos, solltest du den Tarnantrieb nicht finden. Wow. Schnell, schnell, erholen, erholen, erholen. Alter Schalter. Ah, hier geht's endlich weiter. Okay, du wirst eine Tresortür sehen. Es gibt einen Trick, da durchzukommen. Sag mir Bescheid, wenn du dort bist. Die Tür wurde bereits geöffnet, Kate. Wir sind drin. Und die Fluxgranaten sind nicht explodiert? Ich muss aus diesem Turm heraus. Dahin, okay. Ah, der Typ, der Flux, der gefällt mir schon mal hier mit seinen sarkastischen Antworten hier. Und die Granaten sind hier explodiert. So muss es sein. So gefällt mir das schon. Warum haben sie sowas nicht schon vorher gemacht? Wie hoch stehen unsere Chancen, dass der Aufzug noch funktioniert? So. Jetzt will ich aber erstmal gucken, was ich noch brauche. Ich brauche noch meine anderen Vorhutmarken, sind alle weg, die ich vorher hatte. Ich hatte die Hecke rausgemacht. Mir fehlt jetzt noch Dunkelheit ist überall, Licht muss sie zurück. Okay. Ultras. Schau. Kabaloffiziere. Okay. Okay. Kabaloffiziere. Naja, ich habe wenigstens ein paar, was ich abgeben kann. Dann werde ich gleich Wir die richtigen Waffen nach machen. Okay. Wann war das letzte Mal, dass du diesen Aufzug genommen hast? Entspann dich. Funktioniert einwandfrei. Aber Geist, bleib in der Nähe. Nur für den Fall. Wieso fehlt mir hier so viel? Das habe ich doch alles geholt gehabt. Dreh und
Bauteile, das kann ich alles noch aufwerten, außer das... Aus dieser Höhe kann ich die Energiesignaturen der Besessenen im ganzen Kosmodrom aufnehmen. Weißt du, ich war hier, um nach dir zu suchen, als die ersten gefallenen Crews durchkamen. Es fing mit einem Skiff an und ein paar Monate später gehörte ihnen das Kosmodrom. Die Besessenen schafften das in wenigen Stunden. Wie finden wir deinen Tarnantrieb? Eine Brücke verbindet den Turm mit dem Schiff. Konnte ich erst nach Tagen zum Laufen bringen. Ist nicht stabil, also pass auf. Hey, jemand hat die Kommandobrücke bewegt und die Steuerung zerstört. Ja, da sind die Gefallenen. Versuchen wahrscheinlich, sich die Besessenen vom Leib zu halten. Finde einen Weg, den Strom umzuleiten. In den Oberleitungen gibt es immer noch aktive Übertragung. Wenn du die Quelle findest, kann ich den Schaltkreis reparieren. Okay. Sobald die Brücke funktioniert, geh zu meinem Versteck oben im Kolonieschiff. Wir warten immer noch auf Details deines Plans, Cade. Ja, oh. Gib mir eine Sekunde, Hüter. Und endlich hat der Geist hier auch verschiedene Farben und ich kann es ja nicht oft genug sagen, warum haben sie das nicht schon früher gemacht? Es war ja da, aber es ging ja nicht. Okay, sind wieder am Start. Hey, die Brücke bewegt sich schon. Geh im Kolonieschiff nach oben, wo mein Versteck ist. Und pass auf der Brücke auf. Hast du einen Vorschlag, welchen Weg wir nehmen sollen? Ja, hoch. Schon wieder welche. Boah, wo seid ihr? Da ist er. Zack, der ist weg. Noch das holen hier. So, wo soll ich hin? Ach, hier rüber. Hab ich mich verguckt? Wow.
Leck mich am Arsch, ich lese ein Vetter. Ich verstehe es nicht, ey. Warum sie das nicht alles schon am Anfang eingebaut haben? Die Fallen. Zack. Oh, was haben wir denn da? So. So. Ich fand, der Destiny war von Anfang an ein geiles Spiel, aber da fehlte so viel. Und jetzt ist alles... Ich finde es nur schade, dass sie das nicht von Anfang an eingebaut haben. Das ist sehr, sehr schade. Guck ja nicht nach unten. Nee, mache ich auch nicht. So, und nun? Boah, da hin oder was? Ich bin ja überhaupt nicht der Shooter-Fan, das wisst ihr ja, aber Destiny hat mich von Anfang an in den Bann gezogen. Mich hat es nur angekotzt, ehrlich gesagt, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, mit diesem Update-Scheiß. Wenn ein Update kam, dass ich dann wieder komplett meine Waffen von vorne, meine Rüstung von vorne und mit den Waffen habe ich nichts mehr machen können, weil die zu wenig Power hatten. Da musste ich komplett, konnte sie dann natürlich auf das neue Update hochpatchen, aber musste dann wieder von vorne anfangen, alle zu sammeln. Und oh, das ist mir ein bisschen zu blöd gewesen. Warum soll ich eine Waffe 6-7 Mal die gleiche machen, nur das... Oh, endlich. Und das hat mich so ein bisschen angestunken. Aber jetzt... Oh, was ist denn das? Fahrstuhl. So. Mein Wille wird ausgeführt. Rache wird Kroter. So, Rache wird Kroter. So, jetzt brauche ich erstmal irgendwo, wo ich den Deckel gehen kann. Da oben. Wow. Schnell weg. Wow.
ziemlich sauer zu sein. Oryx muss es immer noch auf uns abgesehen haben, weil... wegen Crota, du weißt schon. Es wird nicht einfacher auf dem Grabschiff. Hast du meinen Tarnantrieb gefunden? Bist du sicher, dass es noch hier ist? Es ist so wie mit allem. Du musst wissen, wo du suchen musst. Geh auf die Frequenz 5982, Geist. Da ist es ja. Die besten Verstecke sind immer die, die sich genau vor der Nase befinden. Teleportiere es weg von hier. Ich treffe die Vorbereitungen. Tu mir nur einen Gefallen. Wenn du noch was findest, das ich versteckt habe, lass es für mich liegen. Auf dem Grabschiff gibt es genug Schätze für alle. Okay. Und was bekomme ich? Nichts. Fortsetzen. So. Ach, da kommt's. Aber eben wurde nichts angezeigt. Sehr kurios. Wartung steht aus. Erbitte visuelle Bestätigung. Ja, das ist der letzte. Backbord. Bestätigt. Interessante Technik, Kate. Ist das nicht Eris Morns Schiff? Tatsächlich. Du bist eine echte Künstlerin. Man kann nicht mal die Verbindung sehen. Niedlich. Aber Zavala muss alle Abflüge genehmigen. Ich muss angeben, warum ich es ziehen lasse. Sternenschau. Okay. Wie wär's mit unbefugter Einsatz mit modifizierter Tarntech, um das Grabschiff über Saturns Ringen zu infiltrieren, um seine Waffen auszuschalten, eine Teleportzone aufzusetzen und die Kavallerie zu schicken? Wie wär's mit Testflug? Es wartet auf dich, wenn du soweit bist. Ich? Ich flieg das Ding nicht. Okay. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? 36 Minuten? So, Ziel festlegen. Also mein Schiff sieht noch aus wie mein Schiff. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier überall blinkende Sachen. Was haben wir hier? Ach, da ist der Grabschiff. Da kommen wir jetzt als nächstes hin. Wir haben aber auch noch auf dem Mars hier eine Mission. Finde auf Finsternis. Okay. So, wir gehen aber erstmal auf die Erde. Was haben wir denn hier noch? Ach so, das ist das da. So, auf dem Turm. Nee. So. Turm. Da habe ich aber noch gar nichts auf dem Turm. Ja, dann würde ich jetzt hier erst auch mal wieder einen Cut machen, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten und letzten. Entweder mache ich da noch eine Mission oder ich gehe direkt auf das Grabschiff. Ich weiß es noch nicht genau. Ja,
Oder mache ich das noch? Ich will euch ja auch nicht zu viel spoilern. Wie man es macht, ist falsch. Ich bin jetzt schon bei jeweils über 30 Minuten. Der Anfang auch noch. Nee, ich würde sagen, hier höre ich doch lieber auf. Ich will euch ja nicht zu viel spoilern. Dann würde ich sagen, ich höre hier wirklich erstmal auf und gebe jetzt, wenn wir im Turm sind, mal so mein Fazit ab, wie jetzt das letzte Update mir so im ersten Augenblick gefällt und was mir nicht gefällt und alle drum und dran. So, oh doch, hier ist was. Da ist, achso, ich habe ja Engramme gefunden. Stimmt ja. Die kann ich ja wieder encoden. So. Das und das. Okay, einen blauen Helm. Bringt der was? Gucken wir mal nach. Der hat Level 28. Der bringt doch wieder nichts. Doch, der bringt mehr Lichtlevel. Der bringt 53 und mit dem komme ich auf 52. Aber den habe ich... Den kann ich auch nicht ausbauen. Doch, einmal nur. Und der... nehmen wir, wieso hat der Level 28? Na, dann zerlegen wir den einfach mal. Boom. So, dann haben wir hier Handschuhe, 63. 55 Licht. Ja, dann nehmen wir die mal rein. Dann zerlegen wir die hier einfach mal. So, und hier haben wir 55 und 55. So, ich habe die aber auf die höchste Stufe, oder? Nee, habe ich nicht. So, wenn ich das jetzt hier nehme, 33. Ist die Bede die gleiche? Oh, sieht aber cool aus. Ja, ist die gleiche, nehmen wir halt drin, zack. So, Stiefel, sinkig, also lassen wir die grün drin. So, Waffen, lassen wir so. 57 ist die gleiche, oder? Ah, sind ja wieder nur so eine Schrotflinten. Ach, zerlegen. Ich bin kein Freund von diesen Schrotflinten-Sachen. Das ist nicht so mein Ding. So, jetzt haben wir das soweit ausgerüstet. Jetzt werden wir hier erstmal dahin. Ja, dahin gehen. Und werden mal unsere Ausrüstung jetzt hier. Den Helm. Die Handschuhe. Oh, da brauche ich wieder diese Bruchstücke, dass ich die machen kann. So, ich packe das erstmal alles darin. Dann muss man sich mal gucken, wie wir das jetzt hier machen können. So. Ah, die Shader wollte ich ja auch wegpacken. Übertragung nicht möglich. So, okay. Ah, ich habe ja noch Schiffe, die wir kennen. So. Okay. Was ist das? Achso, das ist das. Das kann ich. Ja. Achso, ich wollte ja noch abholen. Ich wollte ja hier noch mein Zeug abholen. Meine Ausrüstungsgegenstände. Und zwar das. 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 So, aszendente Energie und das Licht und so, das kann alle da bleiben. So. Jo, das war's auch. Jetzt haben wir hier erstmal alles abgegeben. Dann würde ich jetzt hier mich hinstellen. Oh, hier. Hier schön beim Schiff hinstellen. So. So.
Okay, dann machen wir beim Reisenden hier hin. So, und dann da und die Kamera schwenken. Was ist denn das? Seht ihr das? Um meinen Charakter ist so eine Art Aura irgendwie. Da, habt ihr die gesehen? Pixelt. Keine Ahnung. So, aber dann machen wir so. So. Und dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier wirklich mal einen Cut. Und wir sehen uns gleich im letzten Video in der Bewertung, wo ich jetzt so mein Fazit abgebe. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.